Tanken schon. Details, Kata Kankusho. Als Vorinformation, also bevor du die Kata lernst, sollst du erst die Haiyan Yondan und die Kankudai gut trainiert haben. Ja, Kankusho hat sehr viele Details oder ähnliche Bewegungen wie in den beiden Katas. Okay, Nummer 1, der Start. Als erstes Druckverlagerung nach unten, also mit Marotte okay. Der linke Arm holt seitlich aus, der rechte Arm bleibt. Jetzt drückt er euch vom linken Fuß weg und der Marotte-Oké muss im letzten Drittel schon unterstützt werden. Also der Unterarm, der rechte Unterarm hat wesentlich mehr Kraft wie der andere Arm. Dann der Druck vom hinteren Fuß für den Wechsel. Und nach hinten ist halb-halb. In der nächsten Bewegung, ich zeige es nur einmal, Oizuki Chudan und den Arm entspannen, rausziehen, also Uchi-Oké ähnlich oder Urazuki. Die Bewegung schaut so aus. Nach dem Oizuki zwei Möglichkeiten. Entweder den Arm nur rausziehen, aber nicht mit dem Arm alleine, sondern mit der Hüfte. Ihr drückt leicht nach vorne und zieht den Arm raus. Ja, nochmal, also Druck und ziehen. Also Ellbogen entspannen. Zweite Bewegung ist Urazuki gibt es ebenfalls. Drücken und eher nach vorne schlagen. Ja, also beide schaut dann aus der Bewegung so aus. Oder deutlich Urazuki. Als nächstes ein ganzer Block an Techniken. Als erstes Tsukami-Oké. Mit der linken Hand annehmen, mit der rechten Hand übernehmen. So kann ich die Hand aufs Handgelenk drauflegen und mit der Hüfte zufassen. Die Hüfte fasst und der Arm zieht mit. Als nächstes Maigeri. Beim Maigeri, beim Strecken, den Arm als Faust herziehen zur Hüfte. Schaut von vorne so aus. Also nochmal. Osaioke und Urake. Entweder auf die Schulter oder auf die Nase. Als nächstes Uchi-Oké. Mit der linken Hand annehmen. Nach vorne. Reizuki. Nächste Koso-Oké, die Wendung. Hände schließen. Seitlich. Der Arm ist so hoch wie die Schulter. Vorne geht er mal rein. Und nächste Furioroshi Uchi. Furioroshi ist rausziehen der Hand. Die Hand herziehen. Im Kopf bis maximal Kinnhöhe und dann nach unten. In einem Timing schaut es so aus. Soll eine harmonische Bewegung sein zwischen Armen und Beinen. In der Kata als ganze Bewegung, den ganzen Block. Den nächsten Block zeige ich wieder als eine Einheit zur Seite. Manchu-Oké. Hand öffnen,
Hüfte wegdrehen. Jetzt kommt im Gegensatz zur Bassei-Show den Arm Chudan ausholen, Morotezuki. Die Arme sind parallel. Zur anderen Seite dasselbe. Als nächstes Bohuki, den linken Fuß halb ran. Oben öffnen, unten die Hand leicht nach innen. Denkt an den Stock. Als nächstes Bozuki. Ja. Drehen und die Hand so halten, wie wenn ein Stock zwischen den Fingern wäre. Jetzt kommt der Sprung, der erste Sprung. Wichtig ist, bei der Landung muss die Technik fertig sein. Die ganze Technik noch als eine Einheit. Der nächste Teil stammt aus der Kankudai, zwei Yokogiri. Nummer 1, direkt ranziehen und den Yokogiri Judan, Uraken, Chodan. Direkt ranziehen. Und jetzt wichtig, nur die Füße nach vorne drehen und nicht den Fuß nach vorne setzen. Also nur drehen. Kyakuhani. Die Hand bleibt vorne am Handgelenk drauf, der eine Fuß zeigt nach vorne, der hintere Fuß ganz nach vorne gedreht und direkt die Hüfte vorne. Ganz wichtig noch, nach dem Empty, der Ellbogen ist weiter vorne, jetzt eine zügige Bewegung. Letztes wichtigste Teil ist der zweite Sprung. Ja, hier zeige ich als erstes, was das Ganze bedeutet, wie man es genau ausführt, denn man muss den Sprung auch systematisch aufbauen. Als erstes Heishoki. Beim Ausholen ungefähr Schulterhöhe. Hüfte mitdrehen, also die Hüfte dreht sich nach hinten leicht mit. Die Bewegung heißt Mikatsuki Tobigiri. Mikatsuki ist, dann kennt ihr ja. Also jetzt drehen, das ist Mikatsuki. Und beim Landen Ushirogiri, also hinten die Ferse hoch. Und die Fingerspitzen, entweder auf den Fingerspitzen an oder leicht abfedernd, Handflächen nach innen oder die Fingerspitzen nach innen. In einer Zeit. Sag ich es nochmal. Wenn möglich, bevor der Sprung fertig ist, soll der hintere Fuß gestreckt sein. Nach dem Sprung kommt ein Wechselschritt, also Kirigesh mit Gedan Morote Shutuki. Ganz wichtig dabei, unten bleiben und die Füße ganz schnell wechseln, das heißt, wenn ihr wegspringt, den Hintern gut anspannen, die Oberschenkel leicht nach hinten ziehen, also die Muskulatur aneinander in die Mitte ziehen und dann kann man relativ leicht wechseln. Schaut so aus, Blick nach vorne, weil von vorne kommt Maigiri. Umspringen ohne Zusatzbewegung und vorwärts Shutoki. Nochmal. Timing, Spannung. Bunkai Kankusho, erster Teil. Bunkai Teil 2.
Arm mit links annehmen. Fassen. Den Arm halten, runterdrücken. Den Unterkörper weicht der Gegner aus. Annehmen. Tsukami. Yabutsuki, Tsukami, Uratsuki. Wichtig ist, den Gegner immer unter Kontrolle halten. Nochmal. Beim dritten Teil gibt es wieder zwei Variationen. Einmal der Originalteil mit Furio Roshi, also den Arm rausziehen. Das zweite, die Wendung ist dasselbe, mit Gedanbarei rausziehen. So macht es eher Sensei Shirai mit Gedanbarei. Wir zeigen beide Variationen in der Anwendung. Einmal der Original. Links. Das geht hier auf die Hand drauf oder auf den Arm oder wenn ich näher da stehe, auf die Nase bzw. Brustbein. Oder ich kann dann auf diese Hand schlagen. Nochmal, selbe Bewegung. Jetzt als zweites, Variation von Sensei Shirai, Abriss, Gedanbarei, Maigiri, Rock, und jetzt beim Rausziehen, runter, dann ist es kein Schlag, sondern nur ein Kamai. Von hier weg ist der Gegner leicht aus dem Gleichgewicht und ich kann ihn attackieren. Im nächsten Teil gibt es auch wieder zwei Variationen, Manchuki und Morotetsuki. In der Karte ist es links und rechts, wir zeigen es nur von meiner Seite. Als erstes, drei Angriffe. Maigiri, Kyabutsuki, Chunzuki. Der Block. Das ist Sotoki und hier als Gedanbarei und Kyabutsuki gedacht. Nochmal in einer Zeit. Als zweites nur zwei Angriffe, Maigiri und Chodanzuki oder Chudanzuki, ist beides okay. Das hier ist dann der Block, man kann auch mit beiden Armen reingehen, aber hier ist sicherer. Nächsten Teil, Bouke Botsuki. Zwei Variationen, einmal gegen Stock, das ist die Originalform. Zwischen die Arme fassen, zumachen, rausziehen, ganz eng am Körper, rausziehen und stechen. Das ist der Botsuki. Deswegen steht man auch mit dem Stock so hier. Genauso. Daumen oben drauf, die Verlängerung vom Stock. Gegen Arm, ähnliche Bewegung. Ich nehme hier an und den Ellbogen jetzt fasse ich mit dem Handgelenk nach innen drehen. Hier am Ellbogen für den Hebel fassen und ziehen. Und das ist dieselbe Bewegung. Ich zeige nochmal langsam. Eine Zeit. Nächsten oder im letzten Teil der Sprung, also der zweite Sprung, der letzte Sprung auch. In der Kata muss man den Sprung ja in einer Zeit machen, also in der Luft. In der Anwendung gibt es natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch springen, weil es das heißt ja Mikazuki Tobigeri. Aber wir üben das relativ einfach und nachvollziehbar. Ich schaue den Gegner an. Oizuki Chodan, Block. Als nächstes, wenn der Kyabutsuki startet, Fußwechsel. Und bei Absetzen, Ushirogeri von Absetzen. Nach dem Ushirogeri zum Boden drücken. Ja, nochmal, in einer Zeit langsam.
Die Folgetechnik nach dem Sprung ist dieses Umspringen. Geh dann Shuto, Rücken gerade, Hände parallel und mach den Shuto. In der Anwendung, ich schaue nach vorne gegen meinen Weg. In einer Zeit nachgehen ist ganz wichtig, nach dem Block. Wenn der Gegner startet, muss ich mich wegstoßen vom Boden. Ja. Sofort den Shuto einleiten, bevor der Fuß am Boden ist. Dann ist die beste Zeit.